Der sowjetischen Bedrohung müssen Sicherheit und Stärke entgegengestellt werden, sagte auf dem Goslarer CDU-Parteitag Bundeskanzler Dr. Adenauer. Er sprach zu den Funktionären seiner Partei aus ganz Deutschland. Meine Damen und Herren, Sie und die Öffentlichkeit sollen nicht den Eindruck haben, als wenn ich pessimistisch in die Zukunft sehe. Nach meiner Überzeugung haben wir wirklich allen Grund zu der Annahme, dass es keinen Krieg geben wird, wenn Sowjetrussland eine Macht gegenübersteht, die ihm gewachsen ist. Sowjetrussland hat keine Veranlassung, seine Existenz in einem neuen Kriege aufs Spiel zu setzen. Aber wenn man ihm weitere Eroberungen leicht macht, wenn es die Möglichkeit sieht, diese Eroberungen ohne eigenes Risiko zu machen, dann allerdings besteht die große Gefahr, dass sich aus einem von Sowjetrussland vielleicht zunächst als gefahrlos angesehenem Unternehmen ein neuer Weltkrieg entwickelt. Zum Schluss seiner Rede erklärte Dr. Adenauer: Deutschland hat wieder eine Aufgabe. Es will seine ganze Kraft einsetzen für die Gestaltung Europas, für die Sicherung des Friedens. Das ist die schönste Aufgabe, die einem Volke überhaupt gestellt werden kann. Wir wollen versuchen, sie zu lösen. Applaus.